So, im letzten Video hast du jetzt diese mathematischen Operatoren kennengelernt und die Zuweisungsoperatoren. So, in diesem Video möchte ich dir jetzt die anderen Operatoren noch zeigen, vor allem die Vergleichoperatoren und die logischen Operatoren. So, wofür könnte man diese Vergleichoperatoren brauchen? Du hast jetzt hier gesehen, dass du jetzt zum Beispiel mit diesem Minusoperator jetzt nicht nur das klassische Beispiel eben Taschenrechner hinbekommen, sondern zum Beispiel auch dem Gegner. Hier vorne in unser Gegnerraumschiff, wenn das getroffen wird, eben Lebensenergie abziehen können. Doch jetzt haben wir ja das Problem, wenn die Lebensenergie dann irgendwann hier, Leben, Gegner, dann auf 0 steht, müssen wir das ja irgendwie vergleichen, weil wenn die auf 0 steht, dann soll ja irgendwas passieren. Meistens soll der dann zerstört werden zum Beispiel. Und dafür öffnen wir jetzt eine neue Klasse. Nennt das Ganze mal Operatoren 2. Dann hier Public Static Void Main, dann auf Finish. Also erstellen wir uns hier nochmal eine neue Variable, int Leben Gegner. Der hat jetzt beispielsweise 0, das heißt, der Gegner hat jetzt keine Lebensenergie mehr. Und jetzt müssen wir das ja irgendwie vergleichen, hier mit diesen Vergleichoperatoren, ob der bei 0 ist, und wenn er bei 0 ist, dann soll was passieren. So, in welchem Kontext, also wann nutzt man meistens diese Vergleichoperatoren? Klar, die könnte man jetzt so nutzen, indem man hier eine Variable erstellt, var Zahl int a ist gleich 3, int b ist gleich 3. Dann haben wir noch ein Boolean c, also wir deklarieren den nur, wir füllen ihn noch nicht. Und Boolean bzw. bool konnte ja zwei Werte annehmen. Das war var gleich true und nicht war gleich false. Und wenn wir zum Beispiel diese Vergleichoperatoren nutzen, dann schreiben wir zum Beispiel hin c gleich, also wir weisen c was zu, nämlich a gleich gleich b. Jetzt wird nämlich hier auf der rechten Seite geschaut mit Hilfe dieses Vergleichsoperators. Und warum eigentlich doppelgleich? Naja, weil das eine gleich ist der Zuweisungsoperator, der ja das, was auf der rechten Seite eben zuweist, auf die linke Seite, in diese Variable a. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, dann machen wir zweimal gleich, und dieses zweimal gleich steht eben für einen Vergleich. Das heißt, jetzt wird auf der rechten Seite verglichen, ob a gleich gleich b ist, also ob es gleich ist. Und wenn es gleich ist, dann ergibt das Ganze true, also wahr. Deswegen mussten wir nämlich hier c als ein Bool deklarieren. Und wenn wir zum Beispiel einen anderen Vergleichoperator nutzen, zum Beispiel kleiner, ist a kleiner b? Nö, ist ja nicht wahr. Deswegen steht jetzt in der c-Variable ein false. So, ich möchte dir das aber zeigen in einem Kontext, wo man das auch wirklich oft nutzt. Man nutzt nämlich diese Vergleichoperatoren oft in sogenannten if-Anweisungen, beziehungsweise if-Verzweigungen nennt man die auch. Das ist so ein kleiner Vorgriff. Zu diesem Thema kommt auch nochmal ein Video, aber dann hast du das hier schon mal so gesehen und kannst das noch mehr vertiefen. Hier oben siehst du, habe ich das mal auskommentiert. Dieses if habe ich doch schon mal gezeigt. Das ist das Schlüsselwort, um eben diese if-Anweisung zu beginnen. Und dieses if könnt ihr euch immer übersetzen als if ist auf Englisch, und auf Deutsch heißt das false. Also fangen wir einfach mal an. If, und du siehst jetzt, if wird hier so pink. Denk dran, pink, das ist irgendwas mit Schlüsselwort. Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt schreiben wir hier rein: Leben Gegner gleich 0. Das heißt, wir schauen jetzt, wir vergleichen jetzt Leben Gegner mit der 0. Und wenn Leben Gegner gleich 0 ist, was wird das Ganze? True. Das heißt, diese Klammer hier steht dann quasi oben drüber, müsst ihr euch das quasi vorstellen, steht dann ein True. Und wenn das Ganze True wird, das habe ich hier mal hingeschrieben, diese geschweiften Klammern seht ihr hier, und hier wird alles ausgefüllt, sobald die Bedingung, also das, was in der Klammer steht, True ist. Also öffnen wir jetzt diese geschweiften Klammern. Das macht man mit Alt, Option und 8 auf dem Mac. Und dann schreiben wir jetzt hier rein: sysout, drücken Control und Leertaste, schreiben wir jetzt hier rein: Hochkommatas, der Gegner ist tot. Ja, wir machen jetzt nur eine Konsolenausgabe, aber natürlich später, wenn ihr dann mehr programmieren könnt, dann könnt ihr dann quasi auch den Gegner zerstören lassen. So, wir drücken jetzt mal auf Play. Und dann sehen wir hier, der Gegner ist tot. Und warum wird das ausgegeben? Weil diese Bedingung hier in dieser Klammer ja true, also wahr geworden ist. Jetzt kann man natürlich noch hier statt diesem Gleich-Gleich-Operator
diese Vergleichoperator, hier natürlich noch andere Operatoren einsetzen. Machen wir das Ganze mal. Wir machen mal ist kleiner. Ist der Wert in der Variable Leben Gegner kleiner als 0? Drücken wir auf Play. Nö. Das heißt, hier in dieser Klammer, die Bedingung steht jetzt quasi ein False. Also ein Falsch. Und deswegen wird auch das hier nicht ausgegeben. Weil wir gehen nur in diese geschweifte Klammer hinein, wenn diese Bedingung hier oben true wird, also wahr. Wir können dann noch den nächsten Operator, wir machen jetzt zum Beispiel mal größer, ist Leben Gegner der Wert in der Variable größer als 0? Drücken wir auf Play. Nö, wieder nö. Weil diese Bedingung hier wieder ein False ausgibt. Und in diesen sogenannten If-Anweisungen, dort nutzt man oft diese Vergleichoperatoren. Aber wie gesagt, dazu kommt nochmal ein einzelnes Video. Und hier unten siehst du jetzt noch diese logischen Operatoren. Wofür könnte man die denn nutzen? Diese logischen Operatoren nutzt man auch oft in diesen If-Anweisungen. Zum Beispiel wollen wir auf zwei Bedingungen überprüfen. Nehmen wir mal an, der Gegner hat jetzt noch 20 Lebenspunkte. Das heißt, diese Bedingung würde true werden. Dann würde das Ganze hier ausgegeben. Und jetzt statt der Gegner ist tot, machen wir, der Gegner hat noch wenig Lebenspunkte. Ja, wenn das jetzt zum Beispiel so ein Endgegner im Spiel ist. So, und es soll aber noch eine andere Bedingung eintreffen. Nämlich, wir wollen diese Ausgabe in der Konsole nur haben, wenn dieses Energiegeschoss unseren Gegner trifft. Wie machen wir das? Wir schreiben jetzt hier rein und hit gleich true. Und die Variable hit erstellen wir jetzt noch. Die wird sein vom Typ Boolean hit gleich true. Ha, und jetzt seht ihr, was ist passiert? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe jetzt hier den Zuweisungsoperator genutzt. Das heißt, ich versuche jetzt dieses true zu diesem hit hinzuzufügen. Das geht aber so nicht, weil das hier eine Bedingung ist. Wir müssen doppelgleich machen. Jetzt wird nämlich hit überprüft, ob es true ist. Und hit ist tatsächlich true. Das heißt, diese beiden Bedingungen sind jetzt eingetreten. Wir drücken mal auf Play. Und wir sehen, der Gegner hat noch wenig Lebenspunkte. So, und da unten siehst du jetzt noch den Operator, den Oder-Operator. Da machen wir mal zwei Striche hin. Wir drücken mal Alt-Option und 7, dann kriegen wir diese zwei Striche hin. Und jetzt muss nur eine Bedingung true sein, damit das Ganze ausgegeben wird. Wir machen jetzt zum Beispiel mal Hit zu einem False, drücken auf Play und ihr seht, das Ganze wird trotzdem ausgegeben. Dieses Und, das nennt man ein logisches Und. Das heißt, die Bedingung muss zutreffen und die Bedingung muss zutreffen. Dann wird diese ganze Klammer, diese ganze Bedingung true und dann wird das Ganze hier ausgeführt. Beim Oder muss diese Bedingung oder diese Bedingung zutreffen, damit das Ganze ausgegeben wird. Das heißt, es muss nur eine Bedingung in dieser Klammer zutreffen, damit das Ganze hier ausgegeben wird. So, am Ende wiederhole ich nochmal ganz kurz, was du jetzt gelernt hast aus den letzten zwei Videos. Du hast jetzt gelernt, dass wir mit Operatoren eben variabel einen Wert zuweisen können. Das war hier dieser Zuweisungsoperator oder hier im Quelltext jetzt zum Beispiel hier dieses Gleich, wo wir jetzt zum Beispiel die 3 zu dieser Variable a zugewiesen haben. Dann wir können Variablen verändern. Das haben wir hier in dieser Operation 1-Klasse gesehen, dass wir hier dem Leben-Gegner, also mit dem Minus-Gleich-Operator, also diesem Zuweisungsoperator, eben Leben-Gegner ja Energie abgezogen haben. Und dann hast du noch gesehen, dass wir Variablen vergleichen können. Und dafür nutzt man eben diesen Vergleich-Operator, das ist dieses Doppel-Gleichzeichen, ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit dem Zuweisungsoperator, was nur ein Gleichzeichen ist. Ich habe nochmal hier ganz kurz ein paar Beispiele reingemacht. Also a gleich 5, das ist die Zuweisung. Wir nutzen also diesen Zuweisungsoperator. A plus b, wir nutzen einen mathematischen Plusoperator, also a plus b, die zwei Werte werden addiert. Und dieser Doppelgleichzeichen ist ja Vergleichoperator, das heißt, wir vergleichen diese zwei Werte auf die Gleichheit, also sind die gleich. Und hier haben wir noch einen Zuweisungsoperator. Wir weisen diese 5 plus, wir weisen plus 5 mit diesem Zuweisungsoperator gleich in diese Variable a hinein. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie Typumwandlung geht.